weil so viele Menschen mit diesem Glauben hier wohnen und arbeiten und Steuern zahlen und zu uns gehören. Und stört es Sie, dass viele Suren des Koran nicht vereinbar sind mit unserem Grundgesetz? Ich kenne nicht eine einzige Sure. Warum gehört der Islam zu Deutschland? Für meine Begriffe kann ich das auch im Moment nicht detailliert sagen. Da muss man sich schon länger mit beschäftigen. Ich tue es, aber ich schwanke in vielen Dingen. Ja. In welchen Dingen? Das Benehmen des Islam in Deutschland, die Rechtmäßigkeit bei uns oder die Rechte nicht immer zu beachten. Und wir sind ein demokratisches Land, glauben es auch allen vorleben zu müssen mit entsprechenden Fehlern. Und da muss sich der Islam oder die Religion auch ein klein bisschen, wenn sie sich hier anheuert, entsprechend benehmen oder Befürchten Sie, dass hier sowas wie die Scharia irgendwann mal das sagen? Nein, das glaube ich nicht. Also bis dahin, dann gehen mehr Leute auf die Straße und sagen, so geht es nicht. Oder man nimmt sich die einzelnen Leute vor und sagt, bitte nun macht mal selbst was. Und zwar die vernünftigen Leute aus den Ausländern, wo der Islam eine Rolle spielt. Ich glaube, dass da sicherlich eine Vereinigung ist. Man muss diese Leute langsam mal auffordern und sagen, bitte sprecht auch mal mit euren eigenen Leuten. Da geschieht zu wenig. Ja? Warum gehört der Islam zu Deutschland? Ja, weil wir eigentlich multikulturell sind. Ne? Alle Religionen sind hier versammelt und dann gehört der Islam mit dazu. Der Islam oder die Moslems? Beide, wenn man so will. Also ich finde, alle Religionen gehören dann mit hierher. Auch wenn die Islamreligion nicht vereinbar ist mit dem Grundgesetz? Ich finde, das Grundgesetz ist eine Sache und die Religionen sind eine andere Sache. Ja, nun sagen aber die Islamisten, dass Allah über dem Grundgesetz steht. Ja, das sagen die. Gut, also weiß ich nicht, muss ich passen. Ja, also ich finde, Grundgesetz ist Grundgesetz und Religion ist Religion. Es sind zwei verschiedene Schuhe. Sollte man trennen? Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, weil ganz viele Muslime hier leben mittlerweile. Ja. Und glauben Sie, dass die islamische Religion vereinbar ist mit unserem Grundgesetz? Das denke ich schon. Kennen Sie einige Suren? Nein, wenig. Ich habe da mal drin geblättert oder so, aber das ist ganz selten. Also wenig, was ich da kenne. Wenn Allah schreibt oder sagt, dass alle Ungläubigen getötet werden sollen, dass die Niederrassen... Das wird auch gar nicht. Was ich weiß über den Koran, gibt es da nichts Böses drin und das wird da rein interpretiert. Ja? Aber es muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, wie man damit umgeht und mit dieser aggressiven oder fanatischen Art und Weise, wie sie ihre Religion vertreten. Gehört Ihrer Meinung nach der Islam zu Deutschland? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Weil in Deutschland, ich denke, die meisten Leute sind Christen, glaube ich. Und also Islam ist eine Religion, die ich nicht so... Ich kann nicht sagen, mag, aber das ist nicht meine Lieblingsreligion. Also. Es ist schwer zu sagen. Ich denke, schon seit Jahrzehnten, der Islam gehört zu Deutschland, ne? Und da sollte es bleiben auch. Und glauben Sie, dass der Glaube des Islam vereinbar ist mit unserem Grundgesetz? Ich denke schon, im Prinzip schon. Nur natürlich, wenn man sieht, dass die radikalisierten Kräfte, die dahinter stecken, ne? Das kann man nicht sagen, ne? Dass dazu passt zu Deutschland. Was sagen Sie denn zu der Sure, das ist die Sure 4, Vers 38, demnach darf der Mann widerspenstige Ehefrauen ins Schlafgemach verbannen und sie schlagen, wenn sie nicht auf Ermahnungen hören, zum Beispiel? Naja, ich finde es schon ein bisschen hart in dieser Linie. Ne? Ich finde, das gehört nicht zur Menschheit. Ne? Ich finde es... Das ist Jahrhunderte alt, diese Gesetze, und das wird auch nicht mehr so praktiziert, wie es da drin steht. Also wenn man nicht gerade
fundamentalistisch auf das Ganze, wie auch beim Christentum oder Evangelien, ist genau dasselbe. Man lebt das nicht mehr genau so, wie es da abgeschrieben ist, sondern die Leute haben sich entwickelt und sind moderner geworden. Also, das signalisiert ja nur dass die Unsicherheit der Macho-Welt. Ne? Wir haben ja jetzt gerade vor kurzem den Fall gehabt, die junge pakistanische schwangere Frau, Muslima, die getötet wurde, also nicht, weil sie den falschen Mann heiraten wollte. Ich meine, das gibt es im Deutschen genauso. Wir haben die Fälle im Deutschen, wo der eifersüchtige Ehemann seine Frau und die Kinder umbringt. Ich würde das nie auf den Islam beziehen, sondern das sind Menschen, die mit sich nicht klarkommen und das eben so ausleben dann. Gehört der Islam zu Deutschland? Nein. Die Menschen gehören, die mit dem islamischen Glauben, die gehören zu uns. Und die sollen sich auch herzlich bei uns integrieren und sind willkommen. Aber dieser fanatische Glauben, der gehört nicht zu Deutschland. Was halten Sie von den Leuten, die Korane verschenken in Einkaufsstraßen? Ja, ich denke mal, das können Sie ja machen. Es ist jedem seine Sache. Ich würde mir keinen nehmen. Weil wenn ich an der Thematik und an dem Koran interessiert bin, würde ich mir an fundamentalen Stellen sachkundig machen und suchen. Also ist genauso wie Scientology, die verteilen auch ihren Müll auf der Straße. Ne? Also ich glaube, dass das Problem ist, die Leute, die sind nicht mehr fixiert auf ihr Glauben. Die beruhen sich alle auf ihre Religion und die kämpfen gegenseitig. Und ich finde, man muss sich da auch so mehr auf eine Art und Weise von Lessing beziehen in der Zeit der Aufklärung. Und da ist es ja schon deutlich so symbolisiert worden, dass es eigentlich um den Glauben geht. Und wenn jeder wirklich festhält an den Glauben zu Gott, dann wird es auch nicht diese Probleme geben, die wir momentan haben, diese Religionskriege. Moslem gegen Christen, Juden gegen Moslems, das ist eigentlich alles Schwachsinn auf Deutsch gesagt, weil es geht doch eigentlich um den Glauben und der Ursprung ist doch gleich und man muss sich auf den Ursprung beruhen. Das ist meine Meinung dazu.